Herzlich willkommen zur Keynote. Wir wollen euch heute wieder neue Software präsentieren. Vorweg mal großes Dankeschön fürs zahlreiche Teilnehmen. Wir haben schon wieder viele Verbindungen, jetzt ganz pünktlich um 11. Ja, die Leute sind pünktlich und zahlreich. Genau. Also zweimal gut. Wir konnten es auch nochmal steigern. Also wir haben jetzt, glaube ich, nochmal 50% mehr, die zusehen. Also Ja. Das ist sehr, sehr erfreulich. Hoffentlich packt es der Server. Ja, wir hoffen, also wenn es mal ruckelt, dann kommen da an seine Grenzen. Vielleicht können wir dann etwas Feedback kriegen, wie es so war. Das wäre ganz nett. Zum Ablauf. Viele waren ja schon mal mit dabei. Es gibt da dieses Video, wo wir jetzt da zu sehen sind. Und neben diesem Videokasten ist so ein Teil, wo man Fragen stellen kann. Diese Fragen kann man im Prinzip jederzeit eingeben. Das ist kein Problem. Die landen dann hier bei uns. Und wir werden sie dann zum Schluss, wenn wir mit unserer Präsentation der Software fertig sind, alle beantworten, gesammelt in einem QA-Teil. Also bevor es jemanden zerreißt, bitte die Frage rein, wie man platzt vor lauter Frage, sofort loswerden. Ja. Wir refreshen es dann hier professionell. Ich schau mal, da kommt schon guten Morgen. Also es funktioniert anscheinend. Zumindest bei einem funktioniert es, das ist schon eine gute Quote. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, QA-Teil ist zum Schluss, weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Habe ich gesagt, zum Schluss. Ja. Wir machen erst die Software und dann gesammelt den QA-Teil für alle. Gut, wir haben released 7.12. Wir sind gerade dabei, 7.12 zu releasen. Es wird wahrscheinlich bis zum Ende der Keynote irgendwas. Also unsere Entwickler sind jetzt gerade noch ein bisschen mit der heißen Nadel unterwegs und ich denke, dass um 12 Uhr der Download zur Verfügung steht. So, was ist neu? Wir fangen mal mit den etwas in Anführungszeichen langweiligeren Neuerungen an. Versuchen wir zu steigern. Und steigern uns dann bis hin zum Killer-Feature. So, wir haben etwas unter der Haube geschraubt. Der Kernel ist neu. Der Kernel ist neu und die ganze Distribution ist neu, die drunter liegt. Wir haben geupdatet auf Wisi Debian. Für alle unsere Kunden, die das schon kennen, ist so, man muss dann nichts machen. Es ist so, man installiert einfach die nächste Moby Dick und wir tauschen das Betriebssystem drunter einfach aus. Es ist also ein Vorteil, dass man bei uns nicht extra das Betriebssystem pflegen muss und dann die Daten umziehen. Das ist halt der Appliance-Vorteil. Aber Kunden, die uns lange schon begleiten, und da sind viele dabei, von denen, die sich angemeldet haben, wissen das, dass das so passiert. Aber wir haben einen Wechsel von dem Debian auf eben die Wisi-Version. Genau. Da kommt dann die Version 3.16 oder so. 3.16 als Kernel. Ja. Da gibt es Gründe dafür. Zum einen ist der Kernel wesentlich moderner wie den wir bis jetzt hatten. Was bringt es aber jetzt ganz konkret? Ganz konkret bringt es für etliche Hypervisor bessere Unterstützung. Allen voran Hyper-V ist sehr, sehr viel besser unterstützt. Das hat vorher auch funktioniert. Aber es waren so ein paar Dinge wie, dass es kosmetische Errors gab, dass das System drinnen gedacht hat, es hat weniger CPU, als das draußen der Fall war. Mhm. Also so einfach diese Kommunikation, das war halt dann fürs Monitoring schlecht und so ein paar kosmetische Dinge. Aber das ist komplett weg mit diesem Kernel. Das nächste ist, dass wir auch natürlich dann die ganzen weiteren abhängigen Versionen verbessern konnten, zum Beispiel vom PHP, das drauf ist, zum Beispiel von der Datenbank, die drauf ist. Und wir konnten da eine Performance-Steigerung, was Web-Requests betrifft, um 20-30% einfach durch den neuen Kernel und die mitgelieferte neue Apache-Version, PHP-Version. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja mir egal, wenn ich da im Moby Dick Commander bin und mache da ein bisschen irgendwelche Eingaben, dann ist es halt 20% schneller, was juckt mich das? Aber es ist so, dass ja jede Rest-Request-Anfrage von außen da auch dazu gehört, wenn ich mein ERP-System integriere, wenn ich Moby Dick fernsteuere, das endet ja alles im Schluss in Web-Requests, weil wir hier eben voll auf Web Technologie setzen und deshalb ist die Performance gesamt zu spüren. Mhm. Also es wird auch so sein, das sieht man dann auch in der neuen Preisliste und Informationen, die wir alle haben, dass wir auch da ein bisschen höher gehen jetzt mit den Usern, die man pro Appliance abfrühstücken kann. Also das ist der Kern. Unter der Mutter habe ich sehr, sehr viel. Das ist ein Riesenaufwand, Betriebssystemwechsel, was man alles machen muss, testen muss, beachten muss. Aber an der Oberfläche kommt halt Performance-Steigerung, neuerer Kernel und vor allem wieder LTS-Support. Also die ganzen Bugfixes, Patches und so weiter. Security-Patches. Security-Patches, ganz wichtig. Waren ja für das alte Debian abgekündigt und jetzt sind wir wieder da. Am Stand. Bis 2000, keine Ahnung, lang. Genau.
Gut, das war jetzt ein Feature rein unter der Haube. Was ist noch neu? Wir haben neue Endgeräte integriert. Wir waren ja schon auf der CeBIT gemeinsam, vielleicht war ja einer von euch schon mit da. Mit Auswald, wir haben die Auswald-Telefone integriert. Das heißt, wir können die jetzt provisionieren, die Firmware verwalten und haben da auch unsere ganzen Features wie den Roaming-User oder unser Menü auf das Telefon mit implementiert. Ja, so richtig. Wir haben eins hier stehen, genau. Wenn wir da vielleicht mal ein Close-Up zeigen wollen. Mhm. Man sieht es auch, wenn man, also ich wollte das machen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du diesen tollen Näherungssensor benutzen möchtest. Also was ist im Prinzip drauf? Da ist ein Android drauf. Mhm. Das unterscheidet sich zu den Telefonen, die wir bisher supporten. Es gibt eins von der Firma Yealink, das auch noch ein Android hat, in sehr großem Umfang, also sehr großes Telefon, im Umfang. Mit großem Telefon, Display. Mit Riesendisplay und so weiter. Ja, auch mit Touch-Display. Ja, wir unterstützen, also es ist eines der ersten Android-Telefone, die wir unterstützen. Was bedeutet das? Ich kann halt da alles machen, was ich auf dem Android-Telefon auch machen kann. Wenn ich meine E-Mails hier sehen möchte oder irgend sowas. Mhm. Die Frage ist nach der Sinnhaftigkeit jetzt genau fürs Thema, ich will meine E-Mails da lesen, wenn ich eh mein Mobiltelefon, mein PC daneben habe. Muss jeder wissen, wie er alles benutzen möchte. Genau, aber er kann jede App aus dem App Store installieren und kann das Telefon halt mit Dingen anreichern. Das ist halt der Unterschied, wenn man sowas hat. Natürlich ist es auch so, dass dann unsere Menü-Integrationen webbasiert sind. Also bei anderen haben wir diese XML-Integration, die sind auch webbasiert, aber ich habe halt so einen XML-Browser, um das zu machen. Mhm. Und hier geht halt wirklich ein Webbrowser, full-featured Webbrowser auf. Das können wir vielleicht auch gleich mal herzeigen. Genau, jetzt ist es wieder gesperrt, also man kann sich hier annähern und dann entsperrt er das. Wunderbar. Ich denke, ist ein tolles Feature ist das hier. Wir haben es hier mal auf den Knopf gelegt, ich gehe mal drauf. Dann kommt hier relativ rasch unser Menü. Man sieht hier oben die URL vielleicht stehen, daran erkennt man, dass das ein Browser-Menü ist. Es handelt sich hier um ein Touch-Display, das heißt, ich kann hier tatsächlich mit dem Finger arbeiten und kann da hier beispielsweise in meinem Telefonbuch suchen, gehe da drauf und kann jetzt hier auch relativ bequem was eingeben mit dieser Android-Tastatur, die vom Betriebssystem her kommt. Mhm. Kann hier jetzt zum Beispiel dich suchen aus dem Telefonbuch, sehe hier, du hast die 101, kann ich auswählen, das Telefon ruft dich jetzt an und kann auflegen jetzt. Also nur als ein Beispiel von den ganzen Funktionen, die wir hier so integriert haben. Ja. Was unterstützen wir hier? Wir unterstützen alle Auswahltelefone, die Android haben. Es gibt eins, also IP das heißt, haben. Nein, es gibt eins, das heißt IP. IP bla bla, ganz so groß, so. hat kein Android, da Vorsicht. Es gibt drei Modelle mit Android, die ich selbstverständlich, weil ich gut vorbereitet bin, nicht auswendig weiß. Mhm. Aber es gibt drei Modelle mit Android und es gibt eins, das kleinste, allerkleinste, das hat kein Android. Mhm. Bin nicht unterstützt. Wie gesagt, neu in der Serie, einen Blick wert, komplett integriert mit Firmware-Update und allem drum und dran. Was uns aber dazu bringt, wir haben auch das Provisioning ein bisschen verändert dazu. Und das können wir uns ein bisschen anschauen, hier in der MobiDick Web-Oberfläche. Und zwar bei den Endgeräten in der Basiskonfiguration. Hier ist natürlich Auswahl dazugekommen, aber das kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das so sein wird. Gibt es jetzt hier die Konfiguration. Und man sieht, die Konfiguration ist jetzt hier ein Textfile. Wenn ich das vorher anschaue, war das so, oder ist immer noch so, dass es hier so dieser Editor war. Und dieser Editor wird ein bisschen, ja, eigentlich gehasst aus ein paar Gründen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, Dinge da drin batchmäßig machen will. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Funktionskeys, meine 5 Funktionskeys und die will ich bei allen, bei den Telefonen belegen. Da muss ich bei jedem Kunden, wo ich das mache, immer wieder das hier rein und Ding und in jedes Feld und springen und suchen. Und da haben wir uns dann überlegt, dass ein Textfile-Handling eigentlich ziemlich viel einfacher wäre. Mhm. Dass ich einfach Textfiles habe mit meiner Konfiguration, so wie ich es immer gerne mache, die kopiere ich rein, die diff ich, ist, dass es einfach der Umgang mit dem Textfile einfacher ist als mit diesem Editor. Der Editor war gut gemeint, weil der das halt so links das, die Aktion, rechts die Auswirkung und den Wert. Aber erstens muss man als Kunde sowieso sehr selten was da drin ändern. Ja. Als Endkunde meistens überhaupt nicht, weil wir ja da schon Schalter drin haben, die zum Beispiel die Sprache am Telefon richtig setzen, die Zeitzone richtig setzen.
Und wenn ich es machen muss, weil ich Lämpchen belegen möchte oder so, tue ich mich wahrscheinlich mit einem Texteditor wesentlich leichter. Mhm. Wir warten da ein bisschen aufs Feedback von allen, die da auch zuschauen jetzt heute, wie die das so finden, weil wir möchten nämlich quasi diese Texteditorei eigentlich für alle Provisionierungsarten schalten, nicht nur für Auswald. Okay. So, das ist eigentlich alles zu dieser Integration, was wir da verändert haben, was wir da angepasst haben. Okay. Dann zum nächsten Feature, eher auch etwas unspektakulär. Super Feature. Ein Wahnsinns-Feature. Man kann jetzt unsere Lizenz nicht als File einspielen, sondern auch copy-pasten. Da. Das bedeutet, man kann in MyPassCom die Lizenz rausholen und muss nicht das File transportieren, sondern kann es einfach über die Zwischenablage in die Moby Dick transportieren und die somit lizenzieren. Hört sich ein bisschen lächerlich an, weil, was soll das? Standard heutzutage, dass ich meine Lizenzen rumkopieren kann. Wir kommen da woanders her. Wir haben das ja immer so gemacht, dass alles in Paketen ausgeliefert wird, unsere Software auch in Paketen ausgeliefert wird und die Lizenz war im Paket. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt habe, ich mache ein Update von der Moby Dick, dann hat er einfach die Lizenz mit abgedatet. Viele haben das als Gewohnheit dann so gemacht und haben dann gesagt, ich habe jetzt einen User dazu oder habe jetzt eigentlich einen User dazu, eine neue Lizenz oder meine Mietlizenz läuft aus oder sonst irgendwas, dann mache ich doch schnell mein Update. Und dann kriegen die von 7.8 auf 7.12 abgedatet plus Lizenz und sind total verwirrt, weil sie sagen, jetzt habe ich da wahnsinniges Update gefahren, bloß um meine Lizenzen zu kriegen. Mhm. Der Workaround war dafür, dass man dieses eine Paket einfach hochlädt und das dann macht. Und das haben wir komplett entfernt. Das heißt, es ist losgelöst, unsere Lizenzierung von dem kompletten Paketsystem. Und für den Endkunden gibt es zwei interessante Dinge, die dann da rausfallen, was unter der Haube ziemlich viel war. Und darum möchte ich es eben kurz herzeigen. Zum einen in MyPassCom, wenn ich da reingehe, gibt es den Lizenzinhalt. Da kann ich hier draufklicken und kann halt diesen Lizenzinhalt einfach nehmen und kann den in eine Moby Dick hier reinkopieren. Das heißt, hier rein, der wird geprüft, ich sage aktivieren und dann ist das sofort da drin. Früher war das auch das Problem, dass wenn ich den da reinkopiert habe oder hochgeladen habe, dass dann das ganze System den Update-Mechanismus, das Paket und so weiter installieren hat müssen, erst schauen hat müssen, ist die Lizenz überhaupt valid, dann vielleicht abgebrochen, das machen wir jetzt alles hier. Und was nächstes, was man herzeigen kann, ist, man kann auf Lizenz-Update prüfen einfach jederzeit. Ich klicke hier hin, sobald das Ding Internet hat, kann ich meine Lizenz und er holt sich die neu. Das ist also für den Kunden, aber auch vor allem für die Partner, die viele Kunden managen, sehr viel einfacher. Deshalb ist es vielleicht schon ein interessantes Feature. Hört sich jetzt im ersten eigentlich einfach an, aber es hat einiges verändert. Macht die Arbeit für den Admin unserer Kunden und für die Partner selbstverständlich leichter. Gut. Dann haben wir noch ein neues Feature eingebaut, diesmal in den Client. Der Client kann jetzt sogenannte ausgehende Regeln einstellen. Das heißt, ich habe ja womöglich verschiedene Telefonnummern. Ich habe eine mal hier in Deutschland, eine im Ausland oder im anderen Ortsnetz oder wie auch immer. Anlagen gekoppelt. Genau. Aktuell löst man das so, dass ich irgendwas vorwähle. Also ich habe da klassischerweise ja immer die 0. Ja. Und ich könnte jetzt dann zum Beispiel Stern 9 oder Stern 0 oder irgendwas machen, um dann auszulösen, dass ich mit der anderen Nummer komme. Oder dass ich den Anruf unterdrücken möchte. Genau, anonym raustelefonieren möchte. Das Problem daran ist, mit den Sternchencodes, das ist wunderbar, aber die muss jeder wissen. Das heißt, die Frage ist, wenn ich das implementiert habe und habe das aufgesetzt, dann heißt nachher Zeit, was war noch mit der Code für und Dings. Man und muss die ja nicht nur wissen, sondern auch manuell eingeben. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Schnelle einfach so ein Click-to-Dial ausführe, wähle mir immer mit dieser Standard 0. Richtig. So, was können wir jetzt machen oder was haben wir jetzt hier verändert? Das schauen wir uns da an. Und zwar haben wir, wenn ich ein Amt habe, ich habe jetzt einfach mal einen SIP-Trunk, ausgehende Regeln. Zum Beispiel habe ich jetzt eine mit Stern 0, da wird die Caller-ID nicht gesetzt. Und dann kann ich jetzt hier sagen, im Client anzeigen, ja. Dann wird diese eine Regel quasi
freigeschaltet, dass die im Client wählbar wird. Wir können uns das auch anschauen. Ich muss den Client dazu schließen, weil wir beim Login die ganzen Daten immer laden. Dieses Fenster war gerade der Trick, um mehrere Clients auf einem System starten zu können. 168, 101, wir speichern das auch. So, und was ich jetzt hier kriege, was ich jetzt hier nicht kriege und doch, kriegen sollte. Doch, du musst nur umschalten, das ist schon richtig. Du musst auf den Wähl-Dialog gehen, nicht auf den Suchen-Dialog. Ah. Ja. Gut, dass ich dich dabei habe. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also beim Suchen kann ich natürlich suchen. Ja. Beim Wählen kann ich wählen. Kannst du wählen, wie du wählen möchtest. Wählen, wie ich jetzt wählen möchte. Der Wähl-Wählschalter. Dann habe ich hier Auto stehen. Was heißt Auto? Auto heißt, ich mache das automatisch und so wie bisher. Hm. Sprich, wenn ich irgendwas wähle, wird meine Standardvorwahl benutzt, mein Standardpräfix benutzt, sobald er das intern nicht findet. Ich wähle hier zum Beispiel die 100 oder sonst irgendwas, dann schaut er nach, findet er die intern, findet er die nicht intern, macht er den Standardpräfix, der meistens 0 ist dazu. Hm. Zusätzlich kriege ich aber dann hier die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt einen anonymen Teil machen und jetzt wähle ich das hier. Dann sucht er immer noch, ob es diese Durchwahl intern gibt. Also wichtig, weil sonst würde ich quasi immer zurückschalten müssen, wenn ich dann wieder intern eine Nummer wählen möchte. Sucht er die wieder, ob es die intern gibt, aber ansonsten schiebt er quasi diese anonyme Regel jetzt da davor. Mhm, genau. Und dann kann ich jetzt einfach das so umstellen, im Telefonbuch suchen, auf Wählen klicken und er wird mir jetzt das mit diesem Präfix wählen und nicht mit dem Standardpräfix. Wichtige Frage hierzu ist, wenn ich jetzt da was umstelle im Client und ich wähle das am Telefon, hat das keine Auswirkung. Das heißt, am Telefon, wenn ich mit der Hand manuell wähle, müsste ich noch den Stern 9 wieder vorwählen. Ja. Das heißt, es ist nicht so weit, dass der das quasi vorbereitet, dass es auch die Telefone wissen. Ja. Aber im Client ist es schon sehr. Das ist ja auch bisher praktisch so, wenn ich am Telefon manuell wähle, muss ich auch die 0 vorwählen. Also ich muss immer den Präfix mit angeben, richtig, manuell. Und wir haben jetzt halt die Möglichkeit, wenn man automatisiert über den Client wählt, dass man den mitgeben kann und nicht einfach den Standard verwenden muss. Was da auch noch oder ein häufiger Anwendungsfall ist, den wir da gelernt haben, den unsere Kunden haben, ist, dass ich verschiedene Firmen habe. Dass ich sage, ich will jetzt für Firma A, B, C rausrufen, besonders im Callcenter-Bereich. Ja. Oder aber auch, dass ein und dasselbe Sekretariat, das kommt auch sehr oft vor, einfach für 2, 3 Firmen arbeitet, weil vielleicht auch derselbe Inhaber mehrere Firmen hat, für verschiedene Produkte oder so. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Und dem kann man das sehr schön hier machen, dass er das genau weiß. Oder international, dass ich sage, ich will jetzt, wie es in unserem Fall ist, den UK-Trunk haben. Ich will jetzt den Regensburger Trunk haben, den Deckendorfer Trunk und so weiter und so fort. Ja, gut. Das eigentlich zu diesem Feature. So, dann haben wir noch eine Neuerung. Jetzt kommt mal nichts dazu, jetzt fällt was weg. Ja. Jetzt fällt was weg. Klingt schlimmer, als es ist. Wir unterstützen ja von Anbeginn. Von Anbeginn der Mobitik, muss man sagen, die Karten der Firma Junghans. Ja, die Firma Junghans hat sich aufgelöst vor längerer Zeit schon. Produziert schon einige Jahre keine Karten mehr. Ja, ich glaube 4 oder 5 werden die Karten nicht mehr produziert, ein bisschen länger vorher. Wir haben quasi sehr, sehr lang die Unterstützung für den Junghans aufrechterhalten, haben auch selber an seinem Treiber und Integrationen herumgeschraubt, dass die wieder kompatibel sind. Einfach um die Kundenbasis, die das hat bei uns, aufrechtzuerhalten. Also wir haben, glaube ich, seit fünf Jahren keine mehr verkauft. Ja. Und seit 4 Jahren, wie gesagt, ungefähr, wird die Firma diese Karten nicht mehr produzieren. Oder die ganze Firma, weiß ich nicht, ob die, also wenn man dort anruft, man kann auf alle Fälle keine Karten mehr kaufen. Wir haben es versucht. Außer auf dem Gebrauchtmarkt. Gebrauchtmarkt. Da werden wir öfter angefragt, ob wir noch was haben. Ja. Gut, fällt weg. Fällt weg. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja blöd und warum macht man sowas? Also wir machen das deshalb, weil der Aufwand sehr hoch ist, das zu halten. Und das nächste ist, dass da ein sehr, sehr altes Konstrukt mit dran hängt.
Und das ist der Dadi-Driver, den wir brauchen. Da kommt das nächste Thema auch gleich dazu, Konferenzräume, Meet.me und so weiter. Mhm. Es ist so, dass der Junghans damals schon ein Timing-Device mitgebracht hat, weil in den ersten Anfangsphasen von Asterisk war es so, dass man unbedingt ein Timing-Device brauchte, dass Konferenzräume funktionieren und dass diese ganze Kartentaktung und so weiter funktioniert. Dieses Simulation der Hardware-Clock Gerät, das da mit dran hing, das haben wir jetzt auch komplett abgeschnitten und dadurch ist es jetzt möglich, dass wir quasi eine Moby Dick ausliefern ohne jede Timing-Simulation drauf und trotzdem alle Features noch funktionieren. Das macht das Ganze sehr viel virtualisierungsfreundlicher nochmal. Also wenn da Timeshifts passieren auf der Virtualisierungsumgebung oder so, oder wenn ich die einfriere schnell und wieder auftaue, dann ist es so, dass es jetzt viel, viel weniger zeitkritische Dinge sind und das viel, viel besser gelöst werden kann. Und das war halt der Grund, einfach um schneller aktuelle Asterisk-Versionen einsetzen zu können, nichts nachprogrammieren zu müssen für das Junghans-Thema und die ganzen Timing-Device-Zeug loszuwerden. Das war also der Hauptgrund, um das zu machen, um den vielen Kunden, die sowieso noch nie was von Junghans gehört haben oder noch nie die Karten benutzt haben, nicht den Weg ständig zu versperren, weil wir die Kompatibilität aufrechterhalten müssen, ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Also wer Junghans Hardware hat, muss jetzt auf der alten Version bleiben. Ja, der bleibt auf der Stable. So ist es. Und wir haben das im letzten Jahr im Oktober schon angekündigt, dass wir diesen Schritt gehen. Und haben eh noch Zeit gelassen bis jetzt. Und jetzt haben wir es tatsächlich gemacht. Genau, dann zum nächsten Feature, schon kurz angekündigt, neue ConfBridge. Was bedeutet denn das? ConfBridge bedeutet eine neue Technologie, die ist gar nicht so neu, aber wir haben aus Grund von Junghans-Kompatibilität und Lala und Dadi und keine Ahnung was, lange mitgezogen das Meet.me. Mhm. Meet.me ist die Applikation, die unsere Konferenzräume macht. Die war schon sehr lange abgekündigt und war eigentlich, ist nicht modern, hat auch wenn die skaliert nicht richtig, also skalieren heißt hunderte Konferenzteilnehmer oder hunderte gleichzeitige Konferenzen, skaliert nicht richtig und braucht ein extra Kernel-Modul und so weiter und so fort. Mhm. Und von der sind wir weg und haben die Technologie gewechselt in Richtung ConfBridge. Für den Benutzer schaut es jetzt erstmal genauso aus. Wollte ich gerade sagen, ist eher wieder so eine unter der Motorhaube wie Veränderung vorher, wie der Kernel. Wenn ich hier gehe bei Benutzer auf die Konferenzräume, kann ich jetzt hier einen Konferenzraum hinzufügen wie früher. Und das war's. Darunter liegend wurde alles komplett modernisiert und umgebaut. Aber für den Benutzer da oben schaut es jetzt erstmal so aus. Erstmal gibt es eine Einschränkung, leider. Mhm. Wir haben dynamische Konferenzräume, da haben wir eine Umfrage gemacht, wie viele die wirklich benutzen. Und das hat sich als sehr wenig herausgestellt. Und es hat sich herausgestellt, dass die meisten wünschen, dass man im Client Konferenzen schalten kann. Und deshalb werden wir hier, das ist jetzt in diesem Release noch nicht enthalten, auf Teamebene und Kontaktebene dann durch die ConfBridge jetzt einfach Konferenzen dynamisch schalten können und ich ziehe die Leute dann in die Konferenzen hinein. Und die Vorbereitung dafür, dass wir das erreichen können, ist jetzt der Umstieg auf die ConfBridge. Auf die ConfBridge, genau. Gut. Dann ganz neues Feature. Das ganz neue Zeug oder was haben wir jetzt hier gemacht oder warum haben wir überhaupt so viel an der Moby Dick umgebaut und haben die Betriebssysteme gewechselt? Mhm. Warum haben wir diese Timing-Devices losgeworden? Das ist einfach, um Moby Dick auf das nächste Level zu heben. Mhm. Und die Moby Dick 7.12 ist die erste Moby Dick, die in unserem Cloud-Stack laufen wird. Und dazu gibt es viel zu erklären. Das ist eigentlich jetzt unser Hauptthema und Hauptfeature, auf das wir hingearbeitet haben. Der Moby Dick Cloud Stack ist die Idee, ich installiere ein ISO-File wie die Moby Dick, installiere mir das auf virtueller Maschine, auf Hardware oder was weiß ich, und dann habe ich diesen Cloud Stack und der Cloud Stack kann dann selbst viele Moby Dicks hochfahren. Mhm. Und zwar nicht als virtuelle Maschine, sondern als Linux-Container. Und deshalb müssten wir auch auf das Visi gehen und deshalb natürlich wegen anderen Gründen auch noch, aber auch mit um den Cloud Stack. Deshalb müssten wir die ganzen Timing-Devices loswerden, dass das wirklich sauber funktioniert. Das Ende vom Lied ist, ich installiere den Cloud Stack mit wenigen Klicks in meine Umgebung. Ich habe davor einen Session Border Controller, der schützt die ganzen Moby Dicks dahinter automatisch. Das heißt, der macht HTTP-Proxy, der macht XMPP-Proxy für unseren Chat, der macht ZIP-Proxy für die Telefonate.
und verteilt das Ganze und schützt quasi alle MobiDicks dahinter. Und die dahinter MobiDicks kann ich jetzt zahlreich hochfahren. Mhm. Also wir brauchen da kaum Ressourcen. Ich kann auf einer in RZ normal verwendeten Maschine mit 64 GRM oder sowas locker über 100 Instanzen hochfahren. Also es skaliert wirklich gut. Und da möchte ich mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Wir haben nämlich schon viel diskutiert im Vorfeld. Es ist nicht so, dass die MobiDick 7.12 jetzt automatisch der CloudStack ist, sondern der CloudStack ist ein separates Produkt, was ich installiere und was ich dann benutze, um darin MobiDick hochzufahren. Mhm. Das werden wir jetzt auch hier zeigen. Und der CloudStack ist auch nicht so, dass wir den jetzt anbieten und unsere MobiDick hosten und irgendjemanden vermieten, mhm. sondern ganz klar, unsere Partner benutzen den CloudStack, genau. um Hosting-Angebote zu stellen. Wir liefern ein Werkzeug, um eine Cloud-Lösung zu bauen, bieten aber keine Cloud-Lösung an. Ja. Das ist der aktuelle Stand. Das ist der aktuelle Stand und das ist auch wichtig zu verstehen. Mhm. Also wenn jemand als Endkunde das hosten will, sucht er sich einen Partner von uns, der das macht, mhm. der ein Hosting-Partner ist und der das dann für ihn erledigt. Wir selber machen das nicht. Dann ist noch die Frage, kann ich diesen CloudStack auch brauchen, wenn ich als Firma den irgendwie einfach so verwenden möchte, weil mhm. der Session Border Controller schützt ja quasi die MobiDick dahinter. Das kann auch nur eine MobiDick sein. Warum nicht? Ja. Und dann habe ich quasi vor den Session Border, den kann ich einfach ins Internet stellen. Mhm. Dann kann ich mir meine eigene MobiDick Cloud-Lösung bauen. Ich miete genau. mir irgendwo einen Server, installiere da den CloudStack, der hält quasi die MobiDick sicher. Und dahinter ist meine eine Instanz mit meiner Telefonanlage. Ich mache das in meinem eigenen Rechenzentrum, mhm. wo ich gemietet bin, oder sogar bei mir in der Firma mhm. mit meiner Standleitung oder so. Also man kann den mhm. Session Border Controller auch nutzen, mhm. einfach nur um es zu schützen, auch wenn ich nur die Cloud-Technologie will, mhm. aber nicht selber das vermieten möchte oder ja. irgendwie so. Das ist also die wichtigen Sachen zu verstehen. Es ist ein mhm. separates Produkt. Dann die Frage, wie lizenziere ich es? Gar nicht. Also ich habe die MobiDick-Lizenz mhm. und ob ich jetzt eine MobiDick im CloudStack hochfahre mhm. Oder ob ich die jetzt als ISO normal hochfahre, klassisch und betreibe, klassisch, ja, MobiDick-Classic, genau. Ist egal, das kann ich machen, wie ich will. Ja. Das Allereinzige, was ich nicht darf, ist untervermieten. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt da den CloudStack, mache da Community Editions und die vermiete ich alle oder irgend mhm. sowas, ist ausgeschlossen oder dass ich das untervermiete überhaupt oder unterlizenziere. Ja. Die Unterlizenzierung ist exklusiv für unsere Partner. Also unsere genau. Partner. Also man kann natürlich Partner werden, wenn man ja. jetzt ISP oder ähnliches ist und möchte diese Lösung anbieten, haben wir ein Mietmodell initiiert, kann hier Partner werden und das natürlich seinen Kunden weitervermieten. Also mhm. das Modell haben wir, aber der Standard-Endkunde, der mit seiner Kauflizenz das Gerät betreibt, darf es nicht untervermieten. Ja, also das sind die Rahmendinge, die mhm. wir erwähnen müssen. Genau. Dann, was wird heute released mit dem CloudStack? Die 7.12, heute ist das Release der MobiDick 7.12, die da drin laufen kann mit den erwähnten Features, die wir jetzt gerade alle aufgezeigt haben. Aber die ist auch die erste Version, die im CloudStack läuft. Der CloudStack selber wird heute noch nicht zum Download bereitstehen. Der ist fertig in Milestone 1 und den werden wir heute präsentieren. Wer sich interessiert dafür, kann uns eine Mail schreiben. Der kriegt den schon in der Beta-Version, in der er jetzt ist, Milestone 1, und kann den testen für sich selber, ob das für ihn okay ist, der das hosten möchte, der sonst irgendwas machen möchte. Released und öffentlich per Klick zum Download, so wie die MobiDick ISO, wird er zum Halbjahr zur IT mit Barbecue rumtum, also im nächsten Release mit der MobiDick 7.13 zusammen zum Download zur Verfügung sein. Wir hoffen damit alle Unklarheiten beseitigt, mhm. weil es waren viele Gespräche und an uns wurden relativ viele Missverständnisse. Wir sind jetzt dann das nächste Endphone und machen da Cloud-Telefonie. Das ist wichtig, das ist ein Baukasten für unsere Kunden und Partner, mhm. Um Cloud-Ready-Services anbieten zu können. So auch, ist es. Ja. Sollte noch irgendwas unklar sein, werden bitte wir dann zum noch Schluss fragen im und, wir und im Anschluss dann noch anschauen. Ja. Gut, dann lange geredet. Zeig doch mal die Software her. Zeig doch mal das Kind her, ja. Wie funktioniert es? Ich installiere es wie die MobiDick. Einfach hier, ich habe irgendwo eine VMware. Nein, das ist mein Router, das ist ein Ubuntu, das ist nicht von uns. da. Ich installiere es einfach
Wie gewohnt, wir haben noch keine so Oberfläche, wo man die IP-Adresse und so weiter sieht, aber ich installiere das einfach als ISO und es ist eine einzige Maschine. Ich kriege die Fragen gestellt wie bei der Moby Dick, welche IP-Adresse, welches Passwort und fertig. Dann surfe ich auf die IP-Adresse von dem Ding drauf und habe jetzt hier quasi eine einzige IP. Und das ist ganz wichtig, das hier ist die IP-Adresse von dem gesamten Cloud-Stack. Und dieser gesamte Cloud-Stack verbirgt hinter dieser IP die Moby Dicks. Ich habe jetzt hier zwei Moby Dicks, eine MD1, da kann ich jetzt einfach mal draufklicken. Dann geht er jetzt auf die Moby Dick 1, die heißt MD1. Ich kann jetzt hier auch mal einloggen, Admin Moby Dick. Dann bin ich in der 1er Moby Dick drin, da gibt es eine Benutzerliste, da gibt es ein paar Benutzer. Und ich kann jetzt das einfach wieder wegmachen. Und kann sagen, ich will jetzt, zeigen wir mal die MD6. Das ist jetzt auch eine Moby Dick. Die liegt auch hinter der IP, auch protected. Ich hoffe, ich habe das, die habe ich auf Englisch aufgesetzt. Nein, ja, geht schon. Geht. Benutzerliste. Und ich sehe, hier habe ich halt keine Benutzer. Also es ist einfach die nächste Instanz. Es sind wirklich zwei getrennte Moby Dicke, so wie wenn ich zwei virtuelle Maschinen eigentlich installieren würde in der klassischen Version. Nur eben damit, dass ich die alle unter einer IP, also ich habe nicht dann fünf verschiedene IPs und keine Ahnung, sondern ich habe ein einziges Portal, wo das erreichbar ist und wo das protected wird. Das Ganze kann ich natürlich auch administrieren. Ich gehe da in die Admin-Oberfläche. Admin, wäre jetzt das Passwort gewesen, ich war noch eingeloggt. Hier sieht man quasi das Setup-Oberfläche, die wird sich noch stark verändern. Das hier ist ein Django, glaube ich, das wir hier gebaut haben, um das darzustellen. Wir werden hier noch eine andere UI bringen, aber die Prinzipien der Bedienung und alles wird gleich bleiben. Es gibt jetzt hier Folgendes. Einmal gibt es die Images. Das heißt, dieser Cloud-Stack kann jetzt eine Moby Dick 7.12d installieren, kann einen Proxy, einen Controller und einen Postgre installieren. Das heißt, es gibt hier verschiedene Containerarten, die da drauf sind. Aktuell bei mir läuft der Proxy, das ist der da vorne, der das verteilt. Der Controller ist das, wo ich hier gerade drauf bin und rumklicke. Und Postgres, der Datenbankcontainer dazu. Und ich könnte jetzt von diesen hier beliebig viele weitere installieren. Das heißt, ich sehe jetzt hier meine Container und sehe halt, ich habe eine MD6, eine MD1. Und da kann ich halt jederzeit sagen, so, ich habe einen neuen Kunden oder ich habe eine neue Niederlassung oder sonst irgendwas. Da mache ich jetzt XY. Das soll werden eine Moby Dick. Und ich kann auch verschiedene Versionen hier haben. Das ist gerade der Clou an den Containern. Ich habe nicht eine riesen Moby Dick, die ich dann updaten muss und wo alle meine Kunden dranhängen, sondern ich kann für jeden Kunden seine Instanz mit seiner Version, auch für Customizations, wahnsinnig wichtig. Und ich kann sagen, Quota irgendwie, was darf der verbrauchen und so weiter und so fort. Und dann sage ich, wunderbar. Und dann fährt der mir hier die weitere Instanz hoch, also legt mir die an. Und ich kann dann hier sagen, Start, Stop, Selected Container. Und dadurch habe ich die nächste Moby Dick Instanz einfach ins Leben gerufen. Das ist sehr, ja, sehr einfach, das zu machen und sehr schnell. Was natürlich wichtig ist, auch wenn ich Carrier bin oder jemand bin, der das im größeren Stil anbieten will, das, was ich jetzt geklickt habe mit der Maus, kann ich dem Controller auch einfach von außen sagen. Ja. Das heißt, ich kann ihm sagen, hey, ich will eine neue Moby Dick, mach mal, dann macht er. Ich habe den Kunden nicht mehr, ich habe die Firma nicht mehr, ich habe die Niederlassung nicht mehr, wieder weg damit. Also solche Dinge. Komplette API, wo man das Ganze steuern kann. Kann man da machen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Frage, ja, wie geht das jetzt? Ich habe hier eine Moby Dick. Ich will jetzt hier zum Beispiel einen Client anmelden, der ist aber für Instanz 1. Wie kann ich jetzt sowas machen? Wenn ich einen Moby Dick Client habe, der mit der 7.12 daherkommt, kann ich Folgendes machen, und zwar kann ich sagen, ich bin der hier, und zwar @MD1, das heißt, ich muss meinen Instanznamen kennen. MD1 kann auch sein, die komplette Domainname von meiner Firma oder sonst irgendwas. Ja. Hier im Beispiel MD1, das Passwort, und hier habe ich die IP-Adresse des gesamten Stacks. In Wahrheit, wenn ich mich jetzt hier aber einlogge, loggt sich der quasi durch den Session Border Controller hindurch in seine Ziel-Moby Dick. Und zwar in die MD1, wo ich jetzt hier die anderen Benutzer habe. Das gleiche kann ich hier nochmal machen. Ich glaube, ich habe dich auch angelegt.
Test einfach mal aus. @MD1. Und unten die IP-Adresse noch ändern. Und noch die 50. Und dann melde ich mich hier an und jetzt sehe ich, der hat schon Softphone, das ist schon bereit. Unser Softphone kennt das ganze Zeug auch. Jetzt startet dieses Softphone. Jetzt sind beide Softphones gestartet. Beide sind in der Instanz verbunden. Und wenn ich jetzt hier einen Call lostrete von einem zum anderen, geht es jetzt komplett über den Session Border Controller, über den geschützten, rein zu dieser Instanz, wieder zurück zu mir und ist quasi auch der komplette Telefonfluss schon über den Session Border Controller. Und dann kann ich noch sagen, ja, wie funktioniert das jetzt mit Provisioning zum Beispiel? Ich habe ja auch das Telefon, das ich provisionieren will. Wie kann das machen? Da gibt es einen Security Token, also es gibt zwei Provisionierungsarten. Jetzt implementiert ist die einfache. Das heißt, ich kann einfach angeben, die URL von der Moby Dick, also die IP-Adresse, slash meine Instanz, slash hier will ich provisionieren. Dann funktioniert das Provisioning. Über das Internet ist dieses Provisioning so lala, weil ich kann den Instanznamen vielleicht erraten. Ja. Das heißt, in der Version, die es zum IT mit Sparbuch gegeben wird, kann ich einen Security-Token kopieren aus der Moby Dick, gebe den ins Telefon, wenn ich sogar das Provisioning über das Internet machen möchte. Das heißt, wir legen hier sehr, sehr viel Wert auf Security, von außen nur per HTTPS, nur Start, TLS und so weiter mit den Telefonen. Dann provisionieren wir die und wie geht es dann? Die Telefone wissen einfach dann den Proxy. Das heißt, unser CloudStack ist der Proxy und den benutzen die dann und wollen dann zu dieser und jener SIP-Domain. Und so kann ich auch jedes herkömmliche Telefon, indem ich einfach, das muss ein Proxy können, aber das kann quasi jedes, ist eigentlich ein Standard, ja. Standard-Feature, gehe ich dann immer über diesen Proxy eben hinein, der im Session Border Controller ist. Und ja, kann mich so von außen connecten. Muss halt immer meinen Instanznamen wissen zudem. Und das war eigentlich die Hauptarbeit, an die wir vom letzten Release bis heute gearbeitet haben, den ganzen Cloud-Stack zu bauen, das ganze Container-Management zu bauen und die Moby Dick 7.12 eben so weit zu kriegen, dass die sowas kann. Dass die in diesem Container anständig lauffähig ist und dass die da kaum Ressourcen braucht und vor allem keine Timing-Devices braucht und keine Hardware, irgendwie Kernel-Driver-Abhängigkeiten mehr hat, dass das wirklich sauber funktioniert. Wie gesagt, zwei Anwendungsfälle für den Hosting-Partner, der das hosten will, aber auch für den Endkunden, der quasi einfach seinen Stack, Telefonie-Stack im Internet bereitstellen will. Für seine Road Warrior will das ohne VPN machen, ohne Umstand und hat halt diese eine IP-Adresse. In ganz ferner Zukunft kann es sein, dass Moby Dick und der Session und der Moby Dick und der Cloud Stack ein Produkt wird. Ja. Das heißt, derjenige, der das dann quasi so installiert hat, hat diese Protection vorne und eine Moby Dick dahinter, der das anders will, fährt halt dann mehrere Moby Dicks. Also der langfristige Weg ist, dass wir ein ISO haben, was alles irgendwie beinhaltet, aber das wird jetzt akut noch nicht passieren. Wird akut nicht passieren, ist so ein Moby Dick 8 Thema. Ja. Gut. Bis zum CloudStack. Wenn noch Fragen sind, Fragen bitte stellen. Ansonsten sind wir jetzt, was softwareseitige Features betrifft, durch. Ja. Wir haben jetzt noch eine schon gravierende Neuerung im Lizenzmodell und im Sachen Support vor allem. Ja. Sachen Support, also nicht erschrecken, wir gehen nicht weg von der User-Lizenz. Nein. Also es gibt eine User-Lizenz und es ist nach wie vor alles drin, um Gottes Willen. Wir haben uns jetzt viele Gedanken gemacht, wie kann man denn den Support mit einbauen in unserer User-Lizenz. Mache ich noch den Mist-Call weg. So, es ist erstmal so, dass unsere Lizenz hat früher 129 gekostet, kostet jetzt in Zukunft 95. Muss man halt vorsichtig sein. Bei diesen 95 Euro sind halt Lizenz-only, kein Support dabei. Ja. Es gibt immer noch Kunden, die haben alte, es gibt Kunden oder alle Kunden haben alte Software-Maintenance-Verträge. Da läuft natürlich sowieso alles so, wie es war. Aber das ist jetzt das, wie das in Zukunft sein wird. 95 Euro pro Benutzer einmal, zahlen nur mit der Lizenz. Zusätzlich werden wir teurere Benutzer anbieten, wo die Maintenance auch ein bisschen höher ist. Also hier ist die Maintenance wie gehabt, die 17 Euro, hier ist sie 19 Euro, hier ist sie 29. Und dafür bieten wir Support-Flat-Rates mit an. Hier ist nur der E-Mail-Support von uns dabei, aber flat. Und hier
bei diesem Modell ist auch komplett Telefon, Fernwartung, alles dabei. Man hat auch die Möglichkeit, als Bestandskunde in so ein Modell zu wechseln. Das heißt, alle sind ja jetzt eigentlich hier auf diesem Modell ohne Flatrate, wo man halt per Anruf bezahlt. Und es ist auch für Bestandskunden möglich, in eins dieser Modelle rüber zu wechseln, um zu sagen, ich will in Zukunft alles flat haben. Dann zahlen die nicht hier irgendwie die User nach oder irgendwie sowas, sondern erhöht sich für die einfach die Maintenance. Genau. Das ist eigentlich ein kleines Geschenk an den Bestandskunden mit aktiver Maintenance, dass die jetzt da sehr einfach in das große Modell wechseln können. Ja, genau. Die haben die Initial-Mehrkosten von den Lizenzen haben die nicht. Die können einfach durch mehr Maintenance quasi hinübergehen in geflattete Supports. Muss jeder selber wissen, ob er das will. Es ist mit Sicherheit viel einfacher, wenn man dann miteinander handhabt, wenn man dann sagt, ja, war das jetzt ein Bug, war das jetzt das? Da habe ich aber nicht gedacht, dass das so und so lange dauert. Ist halt dann alles vom Tisch, wenn man sich in einen Flat Support. Genau, also wir unterstützen alles. Unterstützen bedeutet alles, was um die Software sich dreht, dann pauschal. Und die erste Lizenzvariante ist eher für Kunden, die von einem Partner von uns betreut werden und von dem auch den kompletten Service kriegen und eigentlich nur die Lizenz möchten. Das ist die erste Lizenz eigentlich und die andere ist dafür gedacht, wenn man mit uns direkt Support haben möchte und seine Anliegen da irgendwie an uns weiterleiten. Ja. Also für Bestandskunden heißt es, man kann in diese Flatrate-Welt wechseln, wenn man möchte. Wer da Fragen dazu hat, bitte einfach uns anrufen. Wir werden die auch nach und nach informieren, weil die Laufzeiten der jetzigen Maintenance ja irgendwann enden. Genau. Und wir werden uns da... Wir werden keinen einfach gegen seinen Willen irgendwo rumschieben, sondern jeder kriegt Informationen darüber und kann sich dann entscheiden, wie es in Zukunft handhaben möchte, sobald seine Maintenance ausläuft. Aber wenn jemand sagt, Flat Support rentiert sich für mich immer, weil ich habe wahnsinnig viel Support aufkommen, dann kann er natürlich sofort auch wechseln, ohne dass sein Maintenance-Vertrag vorher auslaufen muss. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu den Fragen über. Ich werde hier mal meinen Browser aktualisieren, der jetzt hier hängt. Ja. So, da sind noch die Sachen wie Guten Morgen. Wo ist euer obligatorisches Bier? Also vielleicht als Hinweis, Alkohol nur noch in Sondersendungen. Also Weihnachtsspezial gibt es Glühwein oder solche Spezialsendungen, da sind wir natürlich immer dabei und trinken da auch gern was. Aber in Keynotes nicht mehr. Dann haben wir hier noch die Information von einem Mitarbeiter von uns. Es ist das Auswald Comfortel 1400 IP, 2600 IP und 3600 IP. Dann haben wir hier die erste Frage. Ist die Funktion auch für die MobiDick TAPI vorgesehen? Ich denke, da geht es um die Geschichte mit dem, mit der ausgehenden Regel, dass man die vorwählen kann. Ja, es ist so, also der Plan hierfür ist, dass man tatsächlich vom Telefon aus und von der TAPI aus und so weiter und so fort das kann. Wir schauen jetzt, wie beliebt ist jetzt dieses Feature. Wenn das sehr beliebt ist und sich sehr als nützlich herausstellt, werden wir versuchen, dass es von überall aus klappt. Stand jetzt nur der Client. Das ist eine gute Frage, aber Stand jetzt wirklich nur der Client. Genau, dann habe ich eine längere Frage. Verschiedene ausgehende Identitäten. Wäre es möglich, dass dieses Feature in Form der Provisionierung mehrerer Identitäten für Telefone umzusetzen? Ich habe bei mir den Fall, mehrere Firmen und noch und pro Firma und Telefon mindestens eine Identität aufs NOM370 Phones. Im Falle der Migration auf MB derzeit Homegrown Asterisk. Genau. Müsste ich abbilden. Ja, man braucht, also das ist eine Frage von jemandem, der, glaube ich, Moby Dick noch nicht so genau kennt vielleicht. Es ist so, man braucht keine mehreren Identitäten bei uns. Wir haben ein Roaming-User-Feature. Das heißt, ich kann jeden User jedes Telefon sofort ad hoc geben. Das heißt, ich brauche keine 10 Identitäten auf irgendwelchen Telefonen, sondern ich sage, ich arbeite jetzt hier, dann setze ich mich hier hin, dann bin ich die Identität. Und die Identität auf dem Telefon ist ein Maschinen-Account. Das heißt, wir haben einen Maschinen-Account und die Durchwahl hängt am User und es läutet, was auch immer der gerade für Telefone hat. Das heißt, der User sagt, ich möchte jetzt hier sitzen, dann hat er dieses Telefon und dann wählt er mit unserem Wählerli-Klapperli raus und kann das abbilden. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, was ich hoffe. Okay.
Die nächste Frage ist, welche Asterisk-Version setzen wir jetzt da ein? 11. Moment. Hast du das nachschauen auf die Schnelle? Ich versuche das. Ich hab zu aufwendig. Nein, es ist nicht zu aufwendig. Et 192, 168, 101. Mhm. Das ist ja wahnsinnig aufwendig. 7. Ich habe ja Linux studiert. Mhm. Mit Abschluss anscheinend. Mit Abschluss. Es ist die 11.6.Cert12. Es ist noch kein Move zu 13. Wir sind also immer noch im Certified-Zweig von der 11. Wir werden aber demnächst einfach auf die 13 wechseln können, ist die nächste LTS. Gut, dann hätte ich noch eine längere Frage. Können auf das Prefix-Feature Select-Feld, ob anonym oder mit Nummer X rausgewählt wird und so weiter, also dieses Client-Feature, ACLs angewandt werden, beispielsweise eine bestimmte ausgehende Nummer nur für den Sales-Team und so weiter, Derzeit, wird jedem veröffentlicht? Derzeit ist es nicht ins Rollenkonzept integriert, weil es der erste Wurf ist. Wir da sehr vorsichtig sind, was gebraucht wird. Derzeit nicht. Wir haben aber diskutiert, dass das sinnvoll wäre. Ist aber jetzt aktuell so keine ACLs. Wenn sich herausstellt, dass wir das häufig brauchen und dass das wirklich eingeschränkt werden muss, wer da was darf. Das Problem ist, wenn es die ACL nämlich da einschränkt, kann er dann in Wahrheit aber trotzdem den Sternchencode am Telefon wieder wählen. Das heißt, es ist so Wischiwaschi-ACL dann, bloß weil er es nicht sieht. Es würde eigentlich nur ein- oder ausgeblendet werden, aber es ist eigentlich verfügbar. Wenn, dann müsste man zuerst das so machen, dass die Telefone auch darauf reagieren und das dann nicht können, wenn der das nicht darf. Das heißt, es zieht Kreise von der Oberfläche über den Asterisk durch den XMPP-Server einmal komplett durchs System, dass man das wirklich durchsetzen könnte. Und darum haben wir es nicht gemacht, weil es sehr aufwendig ist. Aber wenn sich herausstellt, dass man es oft braucht, selbstverständlich. Also kurze Antwort, es sieht jeder. Wenn es eingeschaltet ist, sieht es jeder Client. Die nächste Frage, das heißt, dynamische Konferenzräume gibt es nicht mehr? Korrekt, in der 7.12 gibt es sie nicht mehr, in der 7.13 werden wir die in den Client hineinzimmern. Genau. Die nächste Frage, wir haben eine Junghans Quad Bri, können wir diese nach dem Update weiter nutzen? Nein. Geht klar, das Nein. Dann, an welche E-Mail-Adresse muss ich senden für den Download? Das, glaube ich, ist gemeint wegen dem Cloud-Stack, wenn ich das richtig interpretiere. Ja. An unseren Sales, oder? Ja. Sales oder Vertrieb@passcom.net. Wir sammeln die und schicken betrifft dann Cloud Stack Download, würde ich mal vorschlagen. Warum machen wir das nicht offiziell? Es ist so, wir wollen die Leute ein bisschen noch begleiten. Diese Software, dieser Stack da dazu, der lässt sich einfach installieren, das geht schon mal. Aber es ist halt so, wenn ich dann, es ist einfach nicht produktionsreif. Ich lösche fünfmal irgendeine Instanz, mache die sechste wieder dazu, nenne die um, mache die fünfte wieder drauf und auf einmal heißt es, die gibt es schon oder sowas. Es ist einfach ein Milestone und kein Release. Deshalb wollen wir wissen, wer das testet und gegebenenfalls machen wir noch ein Forum dazu. Sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber einfach rein, wir sammeln die, die Partner und Kunden, die das wissen wollen. Gut. Dann noch ein Lob, das ist der Wahnsinn, wirklich der Hammer, was ihr da gemacht habt. Das liest man gerne. Das ist doch meine tolle. Ich werde jetzt hier nochmal löschen. Und nochmal aktualisieren. So, können Sie einmal einen Ausblick auf den neuen QT Moby Dick Client geben? Oder sogar zeigen? Oder sogar. Ich habe sowas befürchtet. Ja. Können wir? Du kannst was dazu erzählen, ich kann ihn dabei finden. Ja, der QT-Client ist benutzbar inzwischen. Also wir haben auch intern setzen wir die Version schon ein, um das Ganze zu testen. Die Features sind zum großen Teil da schon umgesetzt. Er ist aber jetzt in diesem Release noch nicht enthalten. Er ist quasi in einem Art Alpha-Stadium und wird, denke ich mal, zum nächsten Release ausgeliefert, oder? Liege ich da falsch? Ja, da liegst du falsch, aber ich suche ihn jetzt erstmal. Trunk heißt da irgendwas, der Peripherie. Und da QT-Client
und da Download. Ich hätte den schon gehabt, sehe ich hier gerade. Das nochmal. Vielleicht nochmal, schade nichts. Ja. So, ich klicke hier wild rum. Jetzt ist der Download, der ein bisschen braucht. Das ist unser, darf ich vorstellen, das ist unser Jenkins, der bei uns alles macht. Wir haben eigentlich keine Mitarbeiter, sondern die Software wird automatisch gebildet. So, das können wir skippen. Dann haben wir hier ein wunderschönes Setup. Hier mache ich unsere innersten Eingeweide wieder zu. Wie hat das Setup zugemacht? Ja, das muss schon irgendwo da. Das, das wahnsinnig so aufwendige Setup. Ja, schon. Moby Dick heißt der. Dann kann ich den vielleicht Moby Dick ein. Wahrscheinlich hat er den noch nicht. Nicht mal indexiert. Doppelt auf die Application oder so. Nicht indexiert. So, so ging es ja, auch. Ja, gell? Ja, wahnsinnig. Ja, dieses OS X. Und der M vielleicht. Moby Dick. Ah, super. So. Dann starten wir den. Dann sage ich Open. So. Und dann melde ich mich mal hier an. Also der ist sehr schmucklos natürlich. Ist auch die Alpha-Version. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Server 192.168.101. Könnte funktionieren. Puff. Was man hier schon sieht, ist die Startgeschwindigkeit von dem ganzen Ding. Also wenn ich hier drücke, macht es puff, ne, und dann ist es da. Ja. Auch wenn ich in großen Telefonbüchern rumblättere, geht es sehr, 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 sehr schnell. Warum bauen wir das Ding überhaupt? Jetzt aktuell haben wir einen Java-Client, der eine Mischung aus Qt und Java ist. Das Softphone ist schon Qt. Der Rest davon ist Java. Deshalb können wir das wahnsinnig sehr viel beschleunigen und das sind jetzt dann native C-Programme auf den einzelnen Systemen. Mhm. Das heißt, er wird wieder multiplattformfähig sein. Hat als hauptsächliches Feature, dass er eben sehr, sehr viel schneller ist, sehr, sehr viel schneller reagiert. Und unter der Motorhaube ist es so, dass das obere Skin quasi komplett gezeichnet einfach ist und darunter die ganze Business Logic liegt. Das heißt, er wird auch sagen, ich bin jemand, der will 1000 Knöpfe, dann kriegt er seine 1000 Knöpfe. Ich bin jemand, der will so und so, also verschiedene Skins, die man dann haben kann und so weiter und so fort. Das ist die Vorbereitung dazu. Wir haben dann nur mehr einen Client, der in Qt ist und der alles macht. Wahnsinniger Geschwindigkeitsvorteil und es lässt sich viel besser in die jeweiligen Zielplattformen integrieren. Einfach die OS-Features kann man viel besser ansprechen, wie jetzt mit dieser Java-Version. Wir machen das mit dem Java jetzt auch schon sehr erträglich. Das heißt, wir liefern alles immer mit. Aber das ist der neue Qt-Client. Der sieht jetzt auch aus wie der alte, weil unsere Entwickler einfach jetzt das nachbauen, wie der war. Er wird aber auch von der Usability her stark angepasst werden und überarbeitet werden, bevor der rauskommt. Er wird parallel benutzbar sein. Das heißt, die ersten Versionen werden wir da bald sehen. Aber er wird immer parallel benutzbar sein und dann irgendwann werden wir komplett auf den Native Qt-Client wechseln. Was ist dann noch was? Als Abfallprodukt, wenn der fertig ist, wird auch ein Softphone für Android und iOS rausfallen. Also dieser Client ist dann quasi der Client für alles, wenn man so möchte. Für alles. Mhm. Es ist so, er hat dann zwei Bauteile, die UI und das Backend. Und das Backend wird auf allen Telefonen auch laufen dann, also auf allen iOS Android-Telefonen. Android und das Frontend ist halt dann je nach Betriebssystem anders. Also auf Mac, Linux und Windows gleich in dem Qt und ansonsten halt das, was jeweils auf dem Smartphone hip ist. Das machen wir auch für das Thema Cloud Stack, auch wird er kleiner sein, auch wenn ich den dann verteile als Software, wird er wird einfach kleiner, performanter, schneller und besser integriert sein und wir machen uns Gedanken über die Usability, weil da gibt es ja hier und da Glitches, wo die Leute sagen, das ist nicht so toll, da denken wir nochmal neu drüber nach. Also kommt. Das ist der Ausblick, der kommt. Der Qt-Ausflug. Der Qt-Ausflug. So, nächste Frage. Werden Labels jetzt auch im Client im Journal angezeigt? Nein, nicht im Client im Journal, nur im Client. Das ist aber ein Feature, das ist auf der Roadmap. Also es hat es nicht mehr in die 7.12 geschafft. Das ist aber ein sehr, sehr häufiger Wunsch, angereicherte Journaldaten. Dann kann man Lizenzen mischen, also normale Mitarbeiter ohne Support, ITler mit Support. Nein. Nein. Mission impossible. Ja. Nein, das geht leider nicht. Man muss sich für ein Modell, Lizenzmodell entscheiden. Ja.
es geht auch nicht darum, dass dann der User den Support kriegt, also die drei Admins kriegen dann den Support, sondern die ganze Anlage kriegt den Support. Genau. Natürlich muss man benennen, wer da anruft. Mhm. Also es ist dann nicht so, dass wenn ich 100 Mann habe, dass da jeder dann anruft und sagt, mein Telefon lala, sondern ich habe benannte Ansprechpartner. Genau, wir machen einen Admin-Support. Es müssen keine Admins sein, es kann auch ein Key-User sein, aber wir haben benannte Ansprechpartner pro Firma. Gut, dann die nächste Frage. Wenn der Cloud-Stack abschmiert, laufen die Instanzen dann weiter? Ja, es kommt darauf an, was da abschmiert. Genau, wenn bloß der Session, also wenn der Session Border abschmiert, ist es Ende Gelände. Ja, dann laufen die Instanzen vielleicht weiter, bloß es kommt keiner mehr hin. Genau. Was wir dazu vielleicht noch sagen müssen, ist Folgendes, das suche ich gerade hier raus. Da, wenn man sich die Administrationsoberfläche ansieht, sind hier schon was angedeutet, und zwar Hosts. Ich habe hier nur einen Host, was aber sein wird, ist, dass der quasi in Zukunft auch mehrere Hosts können wird. Hier ist schon protzerisch Add-Host, das ist nur, das geht nicht. Ja. Aber es ist das, was geplant ist, und dadurch ist quasi der dann auch verteilt. Das heißt, es ist auch dann gleichzeitig ein Cluster. Ja. Also es ist geplant, dass das richtig große ISP-Lösung aber werden kann. Klar, wenn der Cloud-Stack, auf dem ja die Mobilität läuft, als Hardware abbraucht, ist alles vorbei. Wenn der Session Border hops geht, ist alles vorbei. Deshalb wird es ein auf mehrere Hosts verteiltes System. Genau, mit mehreren Session Borders, die dann eben einspringen, wenn der eine nicht mehr da ist. Korrekt. Gut. Werden im neuen Client die Labels auch im Miniaturfenster angezeigt? Ja, das ist auch ein Wunsch, den wir jetzt für 7.12 ignoriert haben, aber der ganz oben auf der Liste steht. Weil das ist an uns herangetragen worden, dass das blöd ist. Viele haben das minimiert und sehen nur die kleinen. Also für alle, die es nicht kennen, es gibt so kleine Fenster. So Notification Windows. Und das ist schade, wenn man die Labels nicht sieht, weil ich sehe den im Augenwinkel und dann sage ich, muss ich den Client erst maximieren, bis ich das eigentlich wirklich sehe jetzt. Und deshalb... Ja. Gut. Wie sieht es mit der Vollsicherung in der 7.12 aus? Vollsicherung. Wir sichern schon immer voll. Ja. Wir sichern immer schon voll, also das komplette ISO, das geht. Wir haben ja zwei Sicherungsarten, die Vollsicherung und die Datenbanksicherung. Die Datenbanksicherung wurde angereichert. Die Datenbanksicherung zieht jetzt, glaube ich, auch Music on Hold mit rein oder sowas. Also nicht nur wirklich die Datenbank, sondern macht noch mehr. Aber wir haben schon immer eine Vollsicherung und eine... Da haben wir gleich noch eine Frage zur Sicherung. Wie sieht es mit der Datensicherung mit externen Anbietern aus, wie Veritas Backup Exec? Wir haben keinen Agent oder Anbindung, sowas in die Richtung. Ja. Wir geben ein File aus und das kann ich mir mit dem Skript irgendwo hinziehen. Das heißt, wenn ich diesen Backup-Server habe und den als Art Data Collector dann verwende, kann ich das da hinziehen und damit mein Veritas tatsächlich irgendwie archivieren. Also in der Regel ist es ja so, dass es irgendeine Backup-Software gibt und unser Backup kann angestoßen werden und dann dahin kopiert werden und das Backup-System, wie es immer heißt, kann die dann verarbeiten, zu Disk, zu Tape. Ja, also wir sichern jetzt in unserem Fall die ganzen virtuelle Maschine ganz einfach. Man kann aber auch die Datenbank-Backups automatisieren und kann die auch automatisch auf dem Share ablegen lassen. Wir haben da dazu extra Skript nachher. Und dann kann ich sagen, wenn das Backup fertig ist, dann schiebe es mir auf einen SMB-Share zum Beispiel. Genau. Und also dann kann ich es mit meiner Backup-Software wieder abholen. Wir tun uns halt schwer, so einen Agent oder was zu deployen auf unserer Anlage, weil die auch ziemlich unterschiedlich sind und Anforderungen haben, die astronomisch sind. Und sich vor allem gegenseitig auch in die Quere gehen. Dann also will einer keine Standardschnittstelle. Will einer Veritas, will einer... Keine Ahnung. Deswegen einfach über einen Server arbeiten, der das abholt. Der kann ja auch dann ein Prescript haben, das das abholt live und dann nochmal prüft, ob es wirklich da ist. Per SSH das ausführt, das ist ja kein Problem, dass ich mich so einen Linux-Backup-Host mir anlege, wo der Agent dann drauf ist, den ich dann als Zwischenhost nehme, der mir diese Sachen anzapft. Das brauche ich ja in der Regel eigentlich für mein Backup-System. Gut, wird das Softphone immer noch bei jedem Client automatisch mitgestartet? Ja. Ja, wir müssen das mitstarten, weil das Softphone macht zum Beispiel auch das Video. Und ich kann Video zuschalten, wenn ich von einem Hardware zum anderen Hardware-Telefon werde. Darum wird das Softphone mitgestartet. Später spanne ich das gar nicht mehr, weil das Softphone ist jetzt Qt, ein extra Prozess. Später ist es das Ganze ein Qt-Batzen, wo das Softphone zufällig mit schon drin ist. Also dann jetzt hat man ja zwei, wenn man auch in den Taskmanager oder irgendwie unter den Prozess hereinschaut, sieht man, dass es geteilt ist, ist dann nicht mehr so. Gut, nächste Frage, ist es angedacht, auch die Programmierung der Telefontasten, in Klammern Besetztasten,
direkt aus dem Moby Dick über die Provisionierung zu machen. Da geht es, glaube ich, um diese Tasten am Telefon, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das kann man jetzt schon machen. Sowas da zum Beispiel. Ja, genau. Man kann das jetzt schon machen, indem ich einfach diese Keys provisioniere. Aber halt, die unterscheiden sich halt dann nicht pro User. Das heißt, ich kann die einmal provisionieren, dann haben alle User dasselbe Set. Oder ich mache mir wirklich die Arbeit und mache das wirklich pro User. Also ich sage, jeder User hat seine Tasten individuell belegt, kann ich über die Moby Dick machen. Ist halt ziemlich viel Arbeit. Gut, nächste Frage. Wurden Features aus der 7.11 entfernt? Beispiel Asterisk Options Ring Use. Na, Ringing Use. Mr. Asterisk ist dasselbe. Ja, eigentlich. Certified, was weiß ich, er hat schon ein neueres Certified-Level, aber... Aber nein. Das überfragt mich gerade. Mhm. Weiter. Eher nein. Eher Tendenz zu nein. Warum ist es nicht möglich, in der Telefonprofessionierung Editor und Textprofile parallel zu nutzen? Also diese beiden Varianten. Ja, das ist schwierig, das hin und her zu konvertieren. Darüber haben wir auch nachgedacht. Mhm. Es ist leicht hin zu konvertieren von einer tabellarischen Darstellung in eine nicht-tabellarische Darstellung. Ist es leicht, aber in die andere Richtung ist es schwierig. Mhm. Kurze Meldung aus der Entwicklung. Um 12.10 Uhr wird wahrscheinlich der Download bereitstehen. wird es auch ein Fernwartungsportal geben? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, vielleicht über die Moby Dick. MyPassCom, dass wir dann Fernwartungsportal haben. Aktuell haben wir das so, wenn ein Kunde das wünscht, haben wir eine VPN-Connection und dadurch können wir fernwarten. Aktuell machen wir die Fernwartungen per TeamViewer meistens oder per VPN-Tunnel, die stehen, wenn der Kunde damit einverstanden ist. Mhm. Gut, dann wird es eine Community-Version geben? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nach wie vor. Auch vielleicht bezieht sich das auf den Cloud-Stack. Mhm. Den Cloud-Stack kann ich kostenfrei runterladen, so wie die Moby Dick, also jetzt noch nicht, sondern erst zum Halbjahr, offiziell runterladen und kann da drin Moby Dick-Community-Instanzen hochfahren, so viele ich will. Ist alles kostenlos. Es gibt von allem immer eine Community-Variante. Ich darf es nicht untervermieten. Also wer jetzt da die Geschäftsidee hat, dann Moby Dick-Community-Hoster zu werden, das ist schwierig. Dann noch Frage, gibt es da in Zukunft auf Android auch ein vollwertiges Telefon? Ich denke, der spricht von einem Softphone. Ja, ja, genau, das wird dann da. Aber Vorsicht da mit den Aussagen. Es ist so, zuerst wird der Qt Desktop Client fertig werden. Und erst wenn der fertig ist, widmen wir uns den Stack zu portieren auf die Telefone. Das heißt, wir sprechen hier schon von einer gewissen Zeit, die das noch dauert. Das ist nichts, was morgen fertig wird. Hier habe ich noch eine Frage, aber die sollte eigentlich Support sein irgendwie. Hat einer Probleme mit dem Client, der abstürzt. Das bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt hier nicht beantworten können. Wann kommt der Qt-Client? Ja, das ist eine gute Frage, wenn er fertig ist. Ich sage es vielleicht zum Release. Ja, zum Release, genau. Wir haben geplant, dass jetzt quasi wir uns voll fokussieren auf das Thema Cloud Stack bis zum Halbjahr und danach uns fokussieren auf die Themen UC und da gehört der Client natürlich auch stark dazu. Das heißt, geplant ist, dass bis Ende des Jahres was der Qt-Client produktiv geht, aber vorher natürlich auch schon parallel zum Testen bereitsteht. Mhm. Aber aktuell haben wir alle Ressourcen Richtung Cloud Stack und Richtung ja, die Features in der Moby Dick, die wir gerade, die Callcenter-Umfeld-Features, Integrationen und so weiter. Da haben wir noch eine Frage, ich denke, das geht in Richtung Journal. Bisher sieht man bei eingehendem Call das Label, zum Beispiel Firma 1, geht aber keiner ran, ist im kleinen Journal bei den Anrufen nicht mehr zu sehen, für welche Firma angerufen wurde. Das ist richtig, das ist richtig, im Journal speichern wir die Daten noch nicht. Das ist aber ein Hochprioritätspunkt bei uns, dass wir das Journal frisch machen. Und wir haben da sehr viele Daten, die wir nicht anzeigen. Wir zeigen immer noch das wie fast am Anfang an. Mhm. Die Recordings, glaube ich, zeigen wir mit an und Voicemail-Nachrichten. Aber wir haben wahnsinnig viele Daten, die wir einfach im Journal nicht anzeigen, obwohl wir die schon da hätten. Mhm. Und das ist was sehr Dringendes, was wir machen werden. Aber ist in der 7.12 nicht drin. Wird das Flex-Panel mit Qt-Client noch funktionieren? Ja,
klar und zwar ziemlich cool. Mhm. Es werden also wird eher besser. Wird besser. Mhm. Es werden Webseiten sein dann wirklich auch, die stylebar sind. Jetzt haben wir ja so ein Groovy, das geht. Ist auch alles cool, aber das Styling von dem ist, machen wir ein bisschen aufwendig. Das heißt, wir gehen da ganz klar hin. Es wird auch so sein, dass die Flex-Panels auch ins Web wandern. Das heißt, ich kann, unsere Planungen hier sind, dass ein Flex-Panel als Webseite einfach auch publiziert und freigegeben werden kann, auch ohne Authentifizierung, wenn ich das irgendwie irgendwo anzeigen will. Mhm. Und das meine Daten sind. Infodisplay oder so. Infodisplay, dass ich da nichts einloggen muss. Das, da wird es hingehen und der Qt-Client wird dann auch diese webartigen Panels unterstützen, aber auch der alte. Also wir schmeißen jetzt, bloß weil der alte, der neue schon ziemlich weit ist, den alten nicht einfach so stiefmütterlich über Bord. Der macht seinen Job und ist bei vielen im Einsatz. Also machen wir parallel. Dann noch Ergänzung zu der vorherigen Frage mit diesem Journal und den Daten, dass man das auch in der Rufauswertung nicht sehen würde. Die Call-Labels sieht man in der Rufauswertung im Qmetrix. Also wer Qmetrix hat, das ist diese Auswertesoftware. Dort sieht man sie. Und wir haben Live-Panels, also fürs Flex-Panel-Integrationen, wo man die dort auch sieht. Mhm. In unserer normalen Anzeige im Mobidic-Commander, also in der Web-Oberfläche, habe ich die ähnlichen Daten wie im Journal. Die könnten werden, also wenn, dann sowieso auch parallel angereichert. Mhm. Okay, dann haben wir noch eine Frage zum Thema Softphone, ob wir auch andere Softphone zertifiziert haben als unser eigenes. Zertifiziert haben wir gar nichts, funktioniert tut quasi jedes. Ja, alles was SIP spricht, kann ja mit uns irgendwie. SIP und wenn ich CloudStack will, dann Proxy. Mhm. Und beim CloudStack ist es noch wichtig, wenn ich den ins Internet stelle, hat der vorne TLS, Start-TLS. Mhm. Und wenn ich vorne, also in der Milestone 1 nicht, aber das, was dann wirklich offiziell zum Download sein wird, hat der vorne Start-TLS und das Softphone muss Start-TLS können. Okay. Kann ich im neuen Client ein Flex-Panel direkt einblenden oder bleibt es in einem separaten Fenster? Das bleibt in einem separaten Fenster, aktuell. Gut. Wie geschieht die Datensicherung des Cloud-Stacks, auch via ISO? Nein, ich kann den von außen sichern. Das kann ich nochmal schnell herzeigen. Wir haben hier Backups. Wir haben hier jetzt natürlich kein Backup, aber die Funktionalität ist in Milestone 1 auch nicht drin, aber wie es sein wird, ist so, ich kann von außen quasi einen Container backuppen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, wie weit jetzt hier schon drin ist. Nein, doch. Hier kann ich einfach Backups dann ziehen, automatisiert oder manuell von außen. Das heißt, ich kann natürlich innen und jetzt schon mit der Mobidic 712 eigentlich ein Database-Backup machen, ein ISO-Backup, das da wieder rauskopieren und auf sogar umziehen quasi von CloudStack wieder zurück auf dem ISO und umgekehrt und so weiter. Das kann ich mit dem Datenbank-Backups jetzt alles schon machen. Mhm. Aber die Endidee ist wirklich, dass der CloudStack außenrum die Datensicherungen macht. Weil für jemanden, der das hosten will, ist das natürlich eine wahnsinnige Arbeit, wenn er immer überall rein muss. Also wir machen das automatisiert und von außen. Das ist der Plan für den CloudStack. Genau. Nächste Frage ist angedacht, dass sich Mobility-Clients über VPN mit der Mobidic verbinden können? Wenn ich das so mache, würde ich es nicht, also ich würde es nicht so machen, sondern ich würde dann, wenn ich sowas will, eben genau den CloudStack dafür verwenden, meine eine Mobidic reintun und dann habe ich die eine Adresse, die ich getrost ins Internet stellen kann, weil die nur für SSL und wenn ich ein SSL-VPN mache, dann ist es genauso, wenn ich die SSL-Services genau. Also unsere Strategie ist eher, die Protokolle abzusichern, die wir verwenden und nicht einen Tunnel aufbauen. Ja, weil Tunnel kann jeder selber, wenn er außenrum seine Infrastruktur bauen will, bitte. Mhm. Aber wir wollen halt versuchen, die Services so sicher zu kriegen, out of the box, wie es geht. Und das ist auch unsere Empfehlung dann. Wo kann man den Qt-Client downloaden? Nirgends. Nirgendswo. Nirgendswo. Es ist also so, die Entwickler benutzen den schon, ein paar andere Leute bei uns auch. Mhm. Was fehlt in dem sind die Flex-Panels, was fehlt in dem sind die Teams. Mhm. Das heißt, man kann schon so rumchatten und auch Gruppencheck, glaube ich, ist schon drin und so weiter. Also es ist und telefonieren tut er natürlich auch schon, weil der Qt-Teil mit dem Softphone war schon von Anfang an fertig. Eine interne Alpha-Version. Ja, aber interne Alpha-Version. Gut, dann gibt es einen Workaround, um das persönliche Telefonbuch mit einem CRM zu synchronisieren? Ja, man kann von, mit dem Mobidic-Connector auch persönliche Telefonbücher importieren. Nicht nur die offiziellen. Mhm. Jetzt
Eine Frage gibt es noch. Gut, sonst hätte ich gesagt, wir müssen leider dann aufhören, weil die Leute, weil wir haben eine Stunde gesagt und haben jetzt schon 10 Minuten überzogen. Genau, jetzt kommt gerade von unserem Entwickler, danke fürs Überziehen, weil jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig, genau. Jetzt können wir aufhören. Das haben wir sehr geschickt gelöst. Wie immer. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und für das rege Interesse und viel Spaß mit der neuen Version und mit dem Update. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage Moby Dick und das Pascom Systemhaus findet ihr unter pascom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf pascombrothers.net.